Herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Westalpen Offroad Tour. Im letzten Video ging es über die Asiata-Kammstraße zum Mont Chaffreau, während es diesmal zum Sommelier geht und ich endlich herausfinde, woher dieses seltsame Geräusch von meinem Motorrad kommt. Rein zufällig ist mir aufgefallen, dass die Mutter des Lenkkopflagers locker war und ich sie per Hand abschrauben konnte. Glücklicherweise hatten wir ein passendes Werkzeug dabei und konnten die Schraube wieder festziehen. Schauen wir mal, ob das Geklackergeräusch immer noch kommt, weil das ist ja echt nervig. Wir fahren jetzt hinter zum Sommelier. Den hatten wir verrückterweise gestern noch auf unserem Tagesplan, aber das ging sich ja dann zeitlich nicht mehr aus. Laut meinem Navi sind es 21 Kilometer bis zum Ende der Sackgasse. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir an meinem Moped hier diese schöne silberne Schraube vom Lenkkopf, ist es glaube ich, quasi lose gefunden am Moped. Ich habe heute früh nochmal geschaut, weil dieses Klackern, wenn ich auf Schotter oder durch die Schlaglöcher fahre, das ging mir echt auf den Keks. Dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und weil ja immer viele auch gesagt haben, Lenkkopf und so, aber wir mit diesem Wackeln auf dem Hauptständer nichts gefunden, habe ich einfach mal hier rum getestet und ja, dann war die sehr, sehr locker. Also ich habe da echt keinerlei Kraft aufwenden müssen, hatte diese Schraube in der Hand. Und mein Papa hat da glücklicherweise von seiner hinteren Achse einen passenden Schlüssel dabei. War zwar ein bisschen frimmelig, hier da unten da reinzugreifen und das dann zuzuziehen, aber wir haben es hingekriegt. Haben auch kurz mit der Yamaha-Werkstatt in Putzbrunn telefoniert, wo wir immer sind, und die meinten einfach zuknallen, das dürfte eigentlich überhaupt nicht sein. Und ja, da ich aber eh schon kurz vor den 30.000 bin, also ich denke mal, bis wir zurückkommen vom Urlaub, wird da wahrscheinlich die Inspektion eh fällig. So gesehen können die das dann alles in einem Schub machen. Hier steht jetzt irgendwas im Caso di Nevoso, vielleicht im Falle von Nebel oder so, ich weiß es nicht. Und ja, so gesehen teste ich jetzt mal, ob jetzt das Geräusch heute weg ist oder ob es damit nichts zu tun hatte. Und wir sehen uns dann vielleicht gleich wieder an der Schneegrenze, denn am Sommelier liegt Schnee und ich glaube, wir kommen nicht ganz hoch, aber ich bin gespannt, wie weit wir dann doch hochkommen. Oh, hier geht es jetzt schön schottrig hoch auf den Sommelier. Also gefühlt, ich sage jetzt mal erste Meinung, würde ich sagen, das Geräusch ist weg. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Druckstufe ein bisschen weicher mache. Ich bin jetzt bei den empfohlenen Einstellungen von der Motorradzeitschrift. Oh, jetzt kommen schon die ersten Jeeps. Dieser hochtingeln. Was ich gerade eben einmal gemerkt habe, ist, dass wenn ich über diese Wellen hier schneller fahre, dann kommt der wahrscheinlich Haupt- oder Seitenständer runter und knallt da mal kurz auf. Und ja, weil ich ja tiefer gelegt bin, wenn ich hier schneller fahre, dann kann es sein, dass ich auch mal kurz da vielleicht irgendwie einen Stein abschrabbel. Aber da muss ich dann schon schneller über diese Bodenwellen fahren. Also so bei den geraden Strecken hier passiert das nicht. So, hier zum Beispiel ist es immer, das ist doch sehr hart am Lenker. Keine Ahnung, ob das die Druckstufe so wegregulieren würde oder ob das dann wieder blöd ist, wenn die zu weich ist. I don't know. So, die Sonne begrüßt uns bei 6 Grad immer noch. Hier irgendwo, jetzt mal auf der Karte schauen, ja, eigentlich relativ, so wahrscheinlich da oben, bisschen links von dem schattigen Ding. Da sieht man, glaube ich, auch schon ein paar Kehren, die da hochführen. Also ich bin echt gespannt, wie weit wir jetzt kommen bei dem Wetter, weil es halt eben geschneit hat. Ich habe gestern ein Bild geschickt bekommen, dass da oben schon Schnee ist und jemand, der dann quasi, ich weiß nicht, wie weit er hochgekommen ist, wie gesagt, wenn man es nicht bis nach oben geschafft hat. Aber bisher schaut es halt noch relativ schneearm aus, aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wo das Ende ist. Die etwa 21 Kilometer lange Schotterstraße zum Sommelier ist die zweithöchste legal befahrbare Schotterstraße der Alpen. Da die Straße nicht ganzjährig für den motorisierten Verkehr geöffnet ist, solltet ihr euch vorher gut informieren, wann ihr dorthin reist. So, ich glaube, hier links oben ist dann der Gipfel. Das Ende der Straße. Aber dass wir jetzt schon mal hierher gekommen sind, das freut mich schon mal, weil hier schaut schon mal sehr cool aus. Und ob wir jetzt die letzten 5 Meter auf den Gipfel schaffen, ist mir dann auch nicht so wichtig. Außer das ist jetzt so eine anspruchsvolle Strecke, wo man sagt, okay, da muss man hochgefahren sein, weil dann ist man ein richtiger Biker so ungefähr, wenn man es dann geschafft hat. Aber wenn das jetzt eine Straße ist wie hier, mein Gott, muss niemandem was beweisen, so gesehen.
Aber irgendwo muss noch so eine Flussdurchfahrt kommen, glaube ich. Weil es gibt so immer Fotos, wo Leute mal durch einen Fluss eiern. So, jetzt schauen wir mal, hier sieht. Schnee ist, glaube ich, nicht so das Problem. Weil der rutscht einfach weg. Das war der Motorschutz. Okay, das geht hier. Einfach drüber rollern. Und jetzt, glaube ich, kommen noch mal hier. Jetzt kommen vorne noch mal ein paar Serpentinen. Die sind ja scheinbar nicht im Schnee. So, wir sind nah dran. Ich sehe schon, wo vermutlich dieses Schneefoto, was ich gesehen habe, aufgenommen wurde. Und hier oben muss irgendwo Endstation sein, laut meinem Navi. Und wie ihr seht, bisher kommt man hier durch. Das ist hier mal so eine reine Schneedurchfahrung. Vor allem da ist auch... Hui. So, das ging. Oh, jetzt kommt ein bisschen mehr Schnee. Okay. Das ist jetzt die Frage. Das hier ist hart, das hier ist rutschig. Zieh die Schuhen, sei Dank. Klopft mir jetzt einfach hier den Schnee frei. Hier sollte es funktionieren. Wir konnten später beobachten, wie andere Motorradfahrer mit gröberen Reifen einfach durch den Schnee durchgefahren sind. Wenn man natürlich die entsprechende Erfahrung hat, ist das wahrscheinlich die einfachere Variante. So. Ich muss eigentlich nur aufpassen, dass er mir jetzt nicht reinrutscht. Vorsicht! Achtung jetzt! Sehr gut! Auf dem Semolier oben ist schon viel Schnee und da ist sie. Unsere Schneegrenze. Und ich glaube, genau da wäre der Gipfel. So gesehen ist hier Ende. Da standen wir also auf 2850 Meter. Die eigentliche Passhöhe hat gut 2990 Meter, während die schneebedeckten Gipfel weit über 3000 Meter hoch reichen. Die mit besseren Reifen ausgestatteten Mopeds oder auch die Jeeps von vorhin konnten die Fahrt zum Gipfel natürlich fortsetzen und so begleiteten wir mit der Drohne ein paar Wagemutige, die letzten Meter fuhren. Für uns war die Auffahrt trotzdem ein Highlight und oben an der Schneegrenze zu stehen und den freien Ausblick über die Berge zu haben, war auf jeden Fall eine einmalige Situation. Und wie ihr gesehen habt, selbst die kleinen Maschinen hatten zu kämpfen und ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es alle bis nach oben geschafft haben. Tapfer wie der eine, der da hochgeknallt ist mit seiner kleinen Enduro, sind wir dann nicht. Aber ich meine, dafür ist die Kiste auch ein bisschen zu unhandlich. Außer man heißt natürlich Pultaris. Aber war cool. Und man hat wieder was kennengelernt. Zum Fahren tatsächlich. Die Strecke ist halt sehr befahren. Das heißt, irgendwann sind die großen Steine auch nicht mehr im Weg. Fand ich sie jetzt gar nicht mal so schwierig.
Also eher mittel, würde ich jetzt sagen. Der Schnee war natürlich jetzt die Challenge für uns. Aber sonst, und auch mit dem TKT 70 Rocks, ist das alles easy fahrbar. Flussdurchfahrt. Alter, ist der tief. Shit, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Schauen wir mal. Eieiei. Geschafft. TKT 70 macht auch einiges mit. Da ist es natürlich jetzt geil, dass meine Tasche hinten weg ist. Für diesen Urlaub hatte ich mich für das Trackless 40 entschieden, das einem genügend Spielraum gibt, auf der Sitzbank frei nach hinten zu rutschen. So, wir haben jetzt nach dem Sommelier und einer Kaffeepause und Tankpause gestärkt auf den Weg nach Frankreich gemacht. Man sieht es hier auf meinem Navi, wir fahren jetzt von Bardonecchia nach Saint-André-Modane oder Modane, wie auch immer man es ausspricht. Ein ca. 12 Kilometer langer Tunnel für sage und schreibe 31 Euro Maut. Das hatte ich auch noch nicht bisher. Es ist super warm hier drin, mein Tacho zeigt mir irgendwie 28 Grad an. So, wir fahren jetzt hier eine kleine, schöne Serpentinstraße hoch. Den Namen kann ich auch sagen. Wir sind jetzt ja in Frankreich, hoch nach Montvernier oder Montvernier. Ich hoffe mal, dass ich hier wieder ein schönes Drohnenfoto machen kann, weil ich finde ja diese Serpentinstraße von oben so geil. Und die hier ist auch schön eng und kompakt. Und die Straße hier auch schaut aus wie ein Fahrradweg hin und zurück. Diese kleine kurvige Straße schlängelt sich auf 2,5 Kilometer Länge mit fast 20 Kehren im Berg auf. Zum Vergleich, der Stelvio hat 45 Kehren in 15 Kilometer. Straßen wie diese findet ihr in Frankreich überall, weswegen auch ihr euch mal für die nächste Tour vielleicht die Fahrt nach Frankreich überlegen solltet. Eieiei, wie viele Spitzkehren wir heute wieder gefahren sind. In der zweiten Hälfte des Tages fuhren wir noch einige unbekannte Pässe in Frankreich. Hier gibt es echt unzählige Straßen, die zum Teil auch sehr gut ausgebaut sind und jedem Motorradfahrer das Herz höher schlagen lassen. Ich kann euch also nur empfehlen, auch mal für eure nächste Tour einen Abstecher nach Frankreich zu machen. Wer den Tunnel innerhalb einer Woche nochmal befährt, bekommt für die zweite Fahrt einen Rabatt. Und so mussten wir nur 7 Euro für die Rückfahrt bezahlen. Dass das nur eins von vielen Abenteuern unserer Tour sein wird, wussten wir natürlich noch nicht. Was uns am nächsten Tag und im Laufe der Reise noch alles so erwartet hat, erfahrt ihr in den nächsten Videos. Mehr Infos findet ihr auf www.raivadachi.com.